Hä? Ah! Nein, 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 nein! Ach, das ist die, so eine Göttinnenstatue oben. Aus Skyward Sword. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie The Jiggies of Time. Beim letzten Mal haben wir den drecksgottverdammten Forest Temple endlich abgeschlossen. Und das Lustige ist, wir müssen da wieder rein. Wir sehen auch schon, als nächstes ist Lake Hylia dran. Wir müssen wieder rein, beziehungsweise nicht rein, aber ich nutze einfach mal diesen Eingang, um noch wohin zu kommen. Denn, ihr habt mir schon vor einigen Folgen gesagt, dass ich bei diesem geheimen Donkey Kong Level, ich muss mal ganz kurz hier was bei meinem Mikrofon richten, dass bei diesem geheimen Donkey Kong Level tatsächlich ein Puzzleteil ist. Und das war ja genau hier vorne, ne? Deshalb, ich gebe da mal ganz schnell wieder hin. So, ich meine, das war hier, genau. Warum ist das wieder zu? Das ist ja nicht euer Ernst. Man hätte nämlich... Das sieht man auch hier so ein bisschen. Man sieht hier zuerst Donkey Kong und dann sieht man hier noch sowas. Das ist aus Mario Bros. Genau, Mario Bros. Ganz oben. Ich weiß nicht, wie man da drauf kommen soll. Das sieht man gar nicht. So, was tun? Nicht nach oben. Nein. Au. Hier langlaufen. Und hier haben wir... die Graben. Und da ist das Puzzleteil. Ja. Das erste von drei. Geheimen. Und ich meine, das zweite, das haben wir auch schon gesehen. Und da gehen wir jetzt erstmal hin. Denn dafür brauchen wir... Ich habe jetzt die 700 Noten voll, glaube ich, ne? 600 irgendwas hätten... Ich habe 600. Okay, wir gehen jetzt erstmal zum Hylia See und mal gucken, wie wir den überhaupt aufkriegen. So, Lake Hylia. Da vorne. Wie kriege ich das auf? Da muss ja irgendwo eine Notentür sein. Genau, hier war das. Guck mal, da sind auch wieder Blumen davor. Ich meine, das kann ich aber erst mit 600 plus öffnen, ne? Ja, 640. Also hier komme ich erstmal noch nicht lang. Hier kann ich auch wieder Nacht. Ah, guck mal, da oben. Ne, auch 640. Aber das ist schon die nächste Welt, ne? Okay, wie kriege ich das Ding auf? Okay, ich glaube irgendwie tagsüber kriege ich hier nichts oder finde ich hier nichts. Ich wechsle mal zur Nacht. Muss doch einen Grund haben, warum genau hier an dieser Stelle so ein Switcher ist. Hier hinten war auch nichts, oder? Oder war hier? Warte, was ist das denn? Da war doch vorher auch mal eine Notentür, oder? Oh, ich glaube hier waren wir noch nicht. Ja, ja, das könnte sein. 12 Puzzleteile brauche ich hier. Das sieht sehr danach aus. Ja. Okay, einfach am kompletten, am anderen Ende von Hyrule. Und damit wäre auch Welt 7 geöffnet. Ich wollte gerade sagen Welt 8, aber das stimmt ja gar nicht. Es ist noch dicht. Wie kann das denn sein? Komm, Mumbo-Schädel muss er hier noch sein. Ein Mumbo-Schädel. Glaub ich nicht. Hier war immer ein Mumbo-Schädel in so einem Raum. Na, hier scheinbar nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt rein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man kann selbst da drin zwischen Tag und Nacht switchen. Aber ich betrete das mal am Tag. Da, 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 da.
Oder kann ich von hier drin irgendwie hier hochklettern? Ich muss irgendwie da hochkommen. Okay, egal, rein da. Der Hylia-See. Oh, hier ist die Serenade des Wassers. Die Musik. Und Sonnenuntergang. Das ist irgendeine Engelsstatue. Sag mal, da ist aber neu. Oh Gott, nein, ich muss nicht angeln, ne? Angeln, so eine Funktion gibt es in Banjo-Kazooie nicht. Okay, so, die Welt sieht wieder mega klein aus. Aber wahrscheinlich täuscht das. Oh ne, hier sind wieder hässliche Bienen. Wahrscheinlich ist alles unter Wasser irgendwie. Unter Wasser geht das meiste ab. Was ist das für Musik? Die Musik kommt mir gerade gar nicht bekannt vor. Mann, das laggt hier auch schon wieder. Irgendwie immer bei so Wassergebieten fängt es an zu laggen. Oh nein, es geht in den Tempel unten rein. Nein, ich kam doch gerade erst aus einem verwirrenden Tempel. Jetzt kannst du nicht noch den Wassertempel bringen. Das war der schlimmste. Sollen wir mal hier rein? Ich gehe mal rein. Hier war ja der Wissenschaftler drin normalerweise. Den haben wir hier, glaube ich, auch. Was ist das? Dinosaur Planet? Sagt mir gar nichts. Oh, wir haben hier wieder ein paar Easter Eggs. Das hier ist eine Münze aus... Keine Ahnung. Oder war die auch vorher schon da? Wir haben hier nochmal Dinosaur Planet. Ich höre hier ganz komische Dinge. Ach, da oben! Nur, da sind Dinge eingesperrt. Eine Grunty-Puppe wieder. Da ist auch noch was. Achso, nee. Wir haben da auf jeden Fall Whiplashes drin. Und da vorne irgendwas. Hab kein Skateboard. Das geht doch kaputt, oder? Ja. Soll ich mal tauchen? Was ist das denn? Ach, ein Jinjo. Ich dachte gerade, hä, was ist das? Ein Frosch? Da scheint aber kein Easter Egg unten zu sein. Okay, genau, ja. Ach, da ist ja auch die Waschmaschine und alles. Wir haben ja alles eingesperrt und da waren Mumbo-Schädel, ne? Und das laggt hier wieder so rum. Wir haben hier Fische, wir haben eine... Da geht's raus, oder? Ist hier sonst noch irgendwas? Was ist hier drunter? Kein Easter Egg hier. Oh. Wir sehen ganz genau. Aber ich sehe das Gitter nicht. Okay, das Ding muss irgendwie kaputt gehen. Ja. Und da ist eine Honigschwabe drin. Oh, schon direkt am Anfang. So, und hier ist dann scheinbar zu, oder was? Okay, ich muss irgendeinen Schalter finden. Und was ist da hinten nochmal? Nur das? Achso, das ist dieses Maßband. Okay, oder die Marswand, eher gesagt. Also von unten kann ich da wohl irgendwie reintauchen. Aber was sich im Wasser befindet, wie kriege ich das Teil denn da weg? Von oben? Kann ich so hochspringen? Nee. Mit der Unverwundbarkeit geht es nicht. Nee, das Teil kriege ich nicht weg. Schon wieder so Drecksbienen. Mir egal, die Bienen müssen weg. Vielleicht leckt das auch wegen den Bienen so. Ich brauche
6 ganze Federn für einen Bienenschwarm. Dann nehme ich das hier aber mal ganz schnell mit. Und hier ist nix. Nix hinterm Wasserfall, das glaube ich doch nicht. Hinterm Wasserfall ist immer was. Haben wir letztens erst gelernt. An der Sora-Quelle. Ich versuche hier gerade die Welt mit System zu erkunden, aber es geht irgendwie nicht. Ich bin schon zweimal jetzt vom Weg abgekommen, den ich eigentlich gehen wollte. Da ist noch ein Wasserfall. Da ist was hinterm Wasserfall. Also, ja, Mumbo-Schädel ist hinterm Wasserfall, oder? Es ist unterm Wasserfall, okay. Nein, ich komme hier nicht mehr hoch jetzt. Was ist das für Musik? Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren aufklären wieder, falls ihr die irgendwie kennt. Mir sagt die gar nichts. So, da geht's noch lang. Da war nichts mehr, ne? Ach, das ist Wind Waker Musik. Also das, was jetzt läuft, auf jeden Fall. The Lonely Feather. L2. Ah, Brenthilda. Irgendwie, die Welt, die wirkt ziemlich leer. War das ja wieder eine versteckte Flugplatte? Nee. Hallo. Ach Gott, gibt's die Riesenkrabben hier? Hä? Ach, das ist die so eine Göttinnenstatue oben aus Skyward Sword. Oder was meinen die damit? Was anderes kann ich mir jetzt nicht... Ja, das sieht so aus, als ob das das Ding ist. Darf ich das zweite nochmal genauer lesen? It's all tied up in the laboratory. Soll ich da jetzt mal wieder hingehen? Ich meine, unten war auch noch der Gang. Da haben wir Mario Party 3, oder? Ich glaub schon. Und irgendwo da unten, wo ist denn der Eingang? Der muss ja eigentlich da unten irgendwo sein. Auf der Seite, aber ich sehe den gerade nicht, oder? Da unten? Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Das sah mir so suspicious da aus. Ah, guck mal, Kirko Mods, hier lagert der. Aha! Das ist für unten dann, ne? Hä? Ah! So öffne ich quasi dann, das ist dann sehr wahrscheinlich die nächste Welt, die, ihr Gerudo Valley. Wo das Bild ist, ist wieder eine andere Geschichte. Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Oder ist das irgendein Hinweis? Nochmal was, das ist immer noch aus den Dino-Sachen. Ah, oh. Okay, Brenthilda hat mir wirklich mal geholfen. Welch seltener Anblick. Okay, und hier komme ich irgendwo noch aufs Dach. Das heißt, das löst auch meine Probleme mit diesem anderen Viech, was da an der Leiter hängt. Jetzt darf ich noch nicht runterfallen. Nee, halt. Ganz hoch. Da wo das. Wo die Leiter war, bin ich aber nicht. Noch einer. Aha! Das gefällt mir.
Nein, 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 nein! Hier rutsche ich nicht runter damit, oder? Nee. Wo ist die Leiter? Da, kann ich hier stehen? Ja, kann ich. Der Typ muss weg. Ja, sehr gut. So, soll ich jetzt schon mal fliegen? Bringt mir das irgendwas? Oben ist noch der Mumbo-Schädel. Ich muss fliegen, um hier hochzukommen, oder? Überhaupt. Ja komm, ich fliege jetzt erstmal eine kleine Runde. Ah nein! Wie soll man denn da hinkommen? Ich komme da gar nicht hin. Ich sehe auch nichts. Da hat mich ja irgendwas hier gestochen am Arm schon wieder. Hol ich mir den halt so. Oh, was ist das? Was ist das? Aha. Nein. Weißt du, dann nehme ich mir den so. Zweiter Jinjo. Wir fliegen jetzt erstmal hier hin. Hier oben. Das ist hier alles so ein bisschen angelegt an Skyward Sword. Kann das sein? Erstmal auf den Baum da. Gucken. Das kann doch nicht sein. Die Dinger sind überall. Die sind überall, die Viecher. Wie kriege ich den denn da weg von oben? Von wahrscheinlich von hier. Wenn ich jetzt schon mal hier oben bin, guck mal. Dann mache ich schon mal das Herz kaputt. Ach nee, das ist die Statue. Ja, okay. Oder sind sie eventuell jetzt sogar die gleichen? Da hinten haben wir wieder jemand, der ein bisschen guckt. Das war schon zu nah. Ich habe da hinten gerade wieder jemand gesehen, der hat über irgendein Gebüsch wieder geguckt. Oh, nein, ich will doch nicht zu dem hin. Da ist er. Ich treffe das Ding gerade irgendwie nicht. Jetzt aber! Okay. Da ist ein ganzes Puzzleteil direkt drin. Hätte ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich. Ich dachte, das wäre irgendein Schalter. Okay, hier ist auch nochmal eine Flugplatte. Hier ist das ein Schalter? Ah, der öffnet wahrscheinlich, genau, wollte ich gerade sagen, unten. Den Wassertempel, weil da das Sora-Symbol da drauf ist. Aber die Welt, die finde ich schon wieder viel angenehmer als die letzte. Vor allem, die ist auch so offen. Da siehst du die komplette Welt direkt. Und nicht einzelne Räume. Kriegst du ja Klaustrophobie. Na, Jürgen. Hallo, Margareta. Okay, wir gehen erstmal da entlang. Stopp. Brauche ich den Typ unbedingt? Ja, der versperrt mir einen wichtigen Weg. Also ich glaube, die Federn, die sind hier wirklich so ein Haupt... Die sind hier das Hauptitem. Beim letzten Mal waren es die Eier. Beziehungsweise vor zwei Folgen. Jetzt sind es... vor zwei Welten. Jetzt sind es die... Ah, guck mal, hier wäre ich auch hochgekommen. Da ist eine Bombe. Zwei Bomben, drei Bomben. Die schützen das hier ganz gut. War das hier nicht das Ding mit den Pfeilen? Mit den... Oder war das hier, wo man die... Ja, die Schattenpfeile bekommen hat. Ach, Schattenfilme, sag ich. Die Feuerpfeile. Ist hier irgendwas? Nee. Oben von vorne. Das war doch hier, oder? Vielleicht erscheint hier früher oder später noch was. Man weiß es nicht. Erstmal wieder hoch. Okay,
Okay, auf einmal kommt noch einer hinzu. Warte, von da kam ich, ne? Ah, so komme ich da unten hin, ja. Oh Gott, das muss ich aber dann richtig koordinieren. Der Typ muss weg. Mit Eiern. Grabsteine? Natürlich! Nee, das mache ich schnell mal so. Puzzleteil? Ja, tatsächlich. Ah, ich mag die Welt jetzt schon. Es geht hier mega schnell voran. So, bin ich hier oben jetzt fertig? Oder fehlt mir noch ein Weg? Ich habe das Gefühl, einer fehlt mir noch. Nee, sieht aber tatsächlich nicht so aus. Da war die Göttin, ne? Hier war ich. Okay, dann springe ich jetzt mal hier runter. Wir können ja immer noch hochfliegen. Ich mach das hier schön mit Safe State. Okay, knappes Ding. Das da unten gibt mir immer noch keine Ruhe. Okay, also wir waren jetzt hier oben überall. Würde ich sagen, gehen wir mal jetzt in diese Richtung da. Und wie ist der Fisch riesig oder sieht der einfach nur so riesig aus? So, wir gehen jetzt mal da hinten zu meinem Lieblingsplatz in Ocarina of Time. Die Vogelscheuchen standen da nämlich. Jetzt stehen nur die Dinger hier. Zick. Die gehören aber zu dem, ne? Ja. Da. Muss die Eier mal wieder mitnehmen. Aber nicht rauslaufen, ne? Okay, hier vorne war nichts. Da unten sehe ich schon was. Aber wir gehen dann erstmal dahin, würde ich sagen. Zum Angeln. Das war der grauenvollste Ort in OOT. Polo? Ich wollte eigentlich den Schild zerstören. Okay, ich würde aber sagen... Ach, der hat sogar so einen Fisch hier eingestimmt. Das ist ja ein Minenfeld mittlerweile. Ich würde aber sagen, bevor wir hier Captain Blubber mit uns reden lassen... Könnt ihr dem Video erstmal ein Like geben, falls ihr es noch nicht getan habt. Oh, was ist das für Musik? Ah, Twilight Princess Musik ist es, genau. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder hier im Lake Hylia. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder ein. Es geht entspannt weiter. Hoffe ich.